Ninja, Zila Wai Dacha Gwaifam, Machigua Marsh Hamgua Narsh, Nuwenja, Aish Sai Shanjita, Warscharta Dagua to Izila Shitauga, Uwenja Sarusancha, Sai Samjarta Tagarsh. Okay, wir haben gleich eine Mission zum Kartenmenü hinzugefügt bekommen. Wo ist denn diese Mission? Haben wir einen Schnellreisepunkt? Ach du Kacke, ist wieder total weit weg hier. Ja, hier haben wir natürlich wieder nichts in der Nähe. Außer diesen hier. Und dann müssen wir wieder komplett über den Berg rüber. Ah, wie können wir das vielleicht jetzt bewerkstelligen, ohne hier großartig Weg auf uns zu nehmen? Ich denke mal, das würde das Einfachste sein, hier diesen Schnellreisepunkt hier zu nehmen. Okay, Freunde, wir haben unseren Säbelzahntiger gerufen. Hier ist er. Und da gehen wir natürlich gleich hinreiten. Ich muss jetzt hier nur kurz einen Waypoint setzen. Und vielleicht schauen, ob wir hier irgendwie einen Weg haben, der uns direkt hier hinführt. Wenn wir raus zum Lager kommen, einfach komplett der Straße folgen. Ah, das werden wir schon gebacken bekommen. Also müssen wir erstmal hier wieder den Ausgang finden, ne? Kommen wir hier drüber? Nein, kommen wir nicht. Dass die auch alles immer zubauen, man weiß immer gar nicht, wo der Ein- oder wo der Ausgang ist. Hier hinten geht es nicht raus. Hier ist der Ausgang, glaube ich. Okay, und hier hinter. Oh, da wird schon wieder... Sind es Gegner hier? Sehr schön. Freunde, es sind knapp 1 Kilometer, die wir reiten müssen. Allerdings bräuchten wir ein paar Pfeilchen, ne? Wir müssen irgendwo einen Stopp einlegen. Vielleicht ein paar Pfeilchen machen. Wie zum Beispiel hier. Hier ist noch was. Ah, ich wünschte, so eine Stockauswahl hätten wir jetzt gehabt bei der lieben Batterie. Hier haben wir noch was. Ah, hier ist schon wieder ein Bär. Aber es soll kein Problem sein. Ich denke mal, unser Säbelzahntiger wird die ein bisschen überlegen sein. Wohin müssen wir denn? Wo ist unser Löwe? Ah, hier ist er doch. Er pirscht sich auch immer von hinten an. Sprinte, mein Gutster. Okay, 700 Meter noch circa. Whoops. Nimm keine Rücksicht auf Verluste. Ich hoffe, wir kommen hier ohne Probleme hin, denn es sieht schon wieder ziemlich bergig hier aus. 500 Meter. Aber hier scheint ein Weg zu sein. Ach, das ist diese Kuppel hier, oder dieses Kolosseum, oder wie nennt man es denn? Den will ich auch noch mitnehmen. Wenn wir schon hier sind. Und den hier vorne vielleicht auch noch. Wir sind nicht mehr weit entfernt. 300 Meter ungefähr. Kommen wir hier nicht mehr rum? Oder endet der Weg hier drinnen? Ja, was machst denn du hier, Dude? Ja, ein bisschen Fleisch wäre eigentlich auch nicht zu verachten. Wo ist mein Tiger hier? Komm mal her, mein getreuer Begleiter. Komm, lass mich aufsteigen. Ich hoffe, der Weg stimmt hier. Isila! Ups. 200 Meter. Was müssen wir machen? Ah, hier am besten nicht runterfallen. Ah, das war nicht gut. Aber wir haben es trotzdem gebacken bekommen.
Ach du Scheiße. Okay, der Feuersturm. Sonnenläuferring. Brennen das Isila-Lager und die Felder nieder. Okay, da steigen wir erstmal ab hier. Da zünden wir uns erstmal unsere Fackel an. Laufen wir einfach mal hier rum und machen hier überall ein bisschen Feuer. Hier ist auch noch ein Gegner. Den werden wir bei lebendigem Leib verbrennen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns wieder selber nicht verbrennen. Ah, sehr schön. Das scheint doch relativ zügig zu gehen. Oh, die schießen schon wieder auf uns. Hätte man vielleicht ein bisschen dezenter angeben sollen. Holy shit. Was haben wir wieder nicht gedacht? An was? Natürlich an... an Fleisch. Schon wieder unser Säbelzahntiger-Defekt. Können wir den vielleicht aufheben auf die Schnelle? Unglaublich, wie viel das der Typ hier aushält. Sehr schön. Wie viele Pfeile haben wir denn noch? Wenn wir die vielleicht jetzt anzünden, ne? Was müssen wir denn noch alles niederbrennen? Das Ding hier wahrscheinlich. Letzter Pfeil. Könnte unser Bärchen vielleicht nochmal rufen? Oh, scheiße, unser Bächen ist gleich defekt. Oh, wer hat jetzt hier geworfen? Oh, ein Kopfschuss mit dem Speer. Scheiße, Freunde. Oh, das ist mein Mate, mein Kollege gewesen. Scheiße. Hier unten ist er. Mein Bär bräuchte hier ein bisschen Hilfe. Mein Bär stirbt hier. Haben wir nicht irgendwas zu essen hier in der Nähe? Hier ist ein Säckchen irgendwo. Ein Säckchen hier muss es sein. Wo ist es denn? Ich sehe es nicht. Beiß für Swash. Beiß für Schaut. Scheiße, das brauchen wir nicht. Sorry, Mate. Ich kann dir gerade nicht helfen. Es tut mir so leid. Oh mein Gott. Jetzt ist er eh gleich defekt. Wir hätten dann noch einen Wolf, der vielleicht auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann. Aber wo müssen wir denn noch schüren? Irgendwas müssen wir noch anzünden, ne? Ich weiß bloß nicht genau noch, was wir noch anzünden müssen. Vielleicht hier die Hütten. Hier hinten das Ding vielleicht noch. Was könnte ich denn hier noch anbrennen müssen? Hier brennt aber auch nichts.
hinten vielleicht noch ein bisschen was. Und hier gibt es nicht mehr viel, was ich anzünden kann. Wer schreit denn hier? Das ist meine Frau hier. Was war das? Ein Höhlenbärenfell. Haben wir das nicht gebraucht, um irgendwas... Tränen der Schande. Lager und Felder nieder. Freunde, ich finde keine Lager und Felder mehr. Hier ist noch ein bisschen was, aber das ist ja nicht wirklich viel. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch niederbrennen soll. Ah, hier hinten wahrscheinlich, diese großen Ballen. Ah, wir haben es geschafft. Der Feuersturm abgeschlossen. Sehr schön, Freunde. Okay, es wird doch langsam. Es hat sich jetzt nur ein bisschen gezogen, hatte aber nur den Grund. Neue Dorfbewohner, Bevölkerung 93. Sehr schön. Freunde, wir haben Bevölkerung 94. Sehr schön. Denk mal, dass das hier mit unser Lager sein wird. Neue Fähigkeit. Oh, wer bist denn du hier? Er wollte gleich hier schon wieder stänkern. Okay, Freunde, wir gehen jetzt erstmal zurück in unser Lager, denn wir haben nämlich ein was Gutes. Und zwar, wir haben das Höhlenbärenfell. Ich glaube, wir können hier die Hütte upgraden und zwar von dem lieben Sonnenkrieger. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich bilde mir ganz stark ein, ja. Bloß, wo geht's denn? Ja, in der Dunkelheit, das sieht ja alles immer wieder gleich aus. Aber irgendwo hier rechts, so mittlerweile bin ich den Weg doch schon gefühlte 200 Mal gegangen. Nee, scheiße, wo ging's denn jetzt hier? Hier hoch müssen wir. War das der Sonnenkrieger, den wir wie neue Hütte bauen können? Beziehungsweise die Hütte neu ausbauen? Wobei, der hat doch erst eine bekommen. Geh mal kurz rein und reden mal mit ihm. Würdet ihr ihn zurücklassen? Ich meine, er könnte der gleiche Penner werden wie Batterie. Tja, das ist ziemlich bitter, Freunde. Jetzt ist er zwar hier, bleibt bei dem Venture, aber er wird kein Anführer werden, definitiv. Ja, wo sind wir denn jetzt? Hier gelandet? Okay, wir können nicht mehr mit ihm reden scheinbar, oder doch? Wir können seine Hütte vielleicht upgraden. Ah, nein, das war das mit dem Beißfisch, mit dieser Beißfischhaut. Scheiße. Was macht er denn hier? Okay, Freunde, was haben wir denn noch hier für Aufträge? Irgendwas müssen wir doch noch machen können. Ah, selbstverständlich, hier hinten der große Udam. Das wird natürlich wieder richtig schwer. Sehr schwer. Belohnung, viele XP, Besonderheit, Umgebung vor tödlichen, giftigen Fauldämpfen. Das Gegengiftrezept kann dir helfen. Okay, das Gegengift haben wir ja schon, glücklicherweise. Okay, Freunde, die Izila sind auf jeden Fall ausgerottet. Und wir müssen mal mit da reden. Das werden wir natürlich auch gleich mal machen.